Ja, willkommen zurück zur Pokémon Schwarze Edition 2. Wie man sieht, haben wir jetzt alle Mitglieder der Top 4 besiegt und können nun zum Champ vordringen. Dazu müssen wir einmal kurz drücken. Und dann geht's runter. Also alles genau wie es damals war bei Schwarz-Weiß. Na, vielleicht nicht ganz alles genauso. Ihr werdet aber sehen, was ich meine. Erstmal der Aufstieg. Alles ein bisschen kaputt gegangen von dem Vorfall damals. Vor 2 Jahren, als das Team Plasma-Schloss einfach hier erschienen ist. Aber das soll uns nicht daran hindern, hier reinzugehen. In die Halle des Champs. Tja, nun, wer wird unser Champ sein? Man weiß es nicht. Felix vorne lasse ich mal, wie gesagt, das dürfte eigentlich klappen. Erstmal Stacheln auslegen und dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite erstmal. Willkommen, Herausforderer! Ich habe dich schon erwartet. Ja, man sieht. Die kleine Lilia ist tatsächlich Champ geworden. Wer hätte das gedacht? Das heißt, wir werden es mit Drachen zu tun haben. Und darauf freue ich mich ja mal überhaupt nicht. Drachen. Ah, wird das schön. Egal, wir schaffen das. Ungehemmte Kämpfe gegen starke Gegner sind mein Lebenselixier. Und ich will dir auch erklären, warum. Hierher kommen nur Trainer, die sich von ganzem Herzen wünschen zu gewinnen. Trainer, die mit ihrem Pokémon unzählige heiße Kämpfe durchgestanden haben. Solche Gegner helfen mir und natürlich auch meinen Pokémon stärker zu werden. Und jetzt wird gekämpft. Ich bin Lilia, der Champ der Pokémon-Liga. Und ich werde dich besiegen. Bitte auf die Musik achten, ich werde erstmal still sein. Ich liebe diese Musik einfach, ne? Aber dass ich gleich Trick Gefahr anfängt, passt mir überhaupt nicht. Das passt mir echt überhaupt nicht, dass ich mit Trick Gefahr anfängt. Auch jetzt die Musik weg. Och man. Was mache ich jetzt gegen Trick Gefahr? Ach du Scheiße. Ich muss dann im Prinzip jetzt schon zu Karo wechseln. Ich habe wirklich ein bisschen später erst mit Trigelfalo gerechnet. Okay. Machen wir schon. Ah, ich habe echt erst als Volles damit gerechnet. Es kotzt mich jetzt gerade total an. Aber kein Problem, schaffen wir. Karo ist unser Drachentöter. Genau, genau die Hälfte. Ja, ein bisschen mehr als eben, verdammt. Oh Gott. Ernsthaft? Karo, du hast es drauf. Boah, Karo, ey. Der Treffer war super. Alter. Das kam genau richtig, das Einfrieren. Wow. Das war großartig. Lapras. Hätten wir als zweites im Angebot. Dann wechseln wir mal auf Lara. Ich weiß, dass Lara selbst schwach gegen Lapras ist, aber sie ist halt eben auch sehr effektiv dagegen. Und da Felix gerade irgendwie nicht ganz so am Leben ist. Ich habe nur eine Lage Stachler, das ist ein bisschen schade. Mit der zweiten Lage wäre es besser. Oder am besten mit 3 Lagen. Aber die kriegen wir vielleicht auch noch raus. Aber erstmal müssen wir mal gucken, dass wir so durchkommen. Schadrago, der nächste Drache. Wage es gerade sogar mal draußen zu bleiben mit Lara. Ich will gucken, wie viel ich mit der Kreuzschere anrichte. Die Sache ist gerade, ich merke, Anziehung funktioniert nicht sogar wirklich im Kampf, weil Lilia natürlich als Trainerin auch viele weibliche Pokémon besitzt. Das ist ein bisschen problematisch, dann mit Anziehung von Lara zu kämpfen. Die kann alle Feuerattacken, kann das sein? Ist uncool. Warum können die alle Feuerattacken? Wir werden Karo noch ein paar Mal sehen im Kampf, keine Sorge. Weil sie hat einfach die einzigen Attacken, die effektiv gegen Drachen sind. Ist leider die Wahrheit. Tut mir leid.
Stolos. Ich wage es sogar mal im Mond einzusetzen. Ich weiß, wenn ich Pech habe, macht es viel Erdbeben, wenn ich schaufle, aber... Hoffen wir auf unser Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Auf jeden Fall damit Robustheit auszuschalten, wenn sie Echo hat. Das ist das Wichtigste. Autonomie? Hm, mach dich schneller und leichter. Was bringt dir das nur jetzt? Nichts? Och, Risikotechnik ist ja süß. Jetzt ist Dollars zu schnell geworden. Tja. Ohne das halt eine lahme Krücke, ne? Wunderbar. Maxax, ihr stärkstes Pokémon. Und Maxax dürfte man inzwischen ja kennen. Ne, Lysander und sowas. Die haben man damals besiegt, das Maxax. Hat er das Lara besiegt? Einfach gewonnen? Ne, das war meine Strategie gewesen, dass ich einfach one-hitted, oder? Also wenn es keinen Drachenplatz macht, dann müsste es eigentlich packen. Erdbeben. Killt mich das? Nee. Okay. Der wird selber heilen. Nutzt natürlich auch die Zeit für. Ja, also ich kann nichts anderes machen, als gegen die Drachen Karo einzusetzen. Es mag langweilig erscheinen, aber ich kann nichts Besseres machen. schön. Zum Ohr kratzen. So. Ich meine, es funktioniert ja auch, also von daher, ne? Ja, da kommt der Dragon Dance. Okay, aber er wird mich nicht wandeln können, egal was er als nächstes macht. Das schafft er einfach nicht. Außer er kann Guillotine. Nein, der hat mich da gerade eben schon nicht gewandelt, da wird er jetzt auch nicht können. Außer er kriegt einen Crit hin. Kein Ding. Da kann Max noch so angriffsstark sein, wie es möchte. Keine Chance. So, letztes Pokémon müsste es sein. Eropterix. Sehr schnell, sehr stark. Also hoffe ich auch mal, dass es auch schnell mit Eisstrahl One-Hitte. Bevor es mich ausschaltet. Oder One-Hit muss nicht mal sein. Ja, zurückschrecken, ernsthaft. One-Hit muss gar nicht sein, ich muss es nur unter 50% kriegen, weil dann sein Angriff halbiert wird. Viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Weil dann ist Eropterix wirklich nutzlos. Da kannst du mit einem Carpodon mehr Schaden machen. Oh, ernsthaft? Das meine ich, ne? Das Vieh ist einfach so böse. Jetzt bräuchte ich Wasserdüse. Die habe ich aber nicht. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Nee. Da muss ich mal was anderes einfallen lassen. Und ich glaube, das haben wir auch in Form von Christina. Einen schönen Donnerblitz bitte. Außer ich schrecke es wieder zurück. Das wäre natürlich extrem behindert. Tja, guck mal, der macht immer die Hälfte. Ja, diese Tanks immer, ne? Ich baue meine Pokémon-Team so gerne aus Tanks. Ja, ich glaube, den Kampf haben wir gewonnen jetzt. Ja, den haben wir gewonnen. Champ Lilia besiegt. So eine Niederlage ist natürlich nicht direkt wegzustecken. Aber gleichzeitig bin ich auch froh. Und ich will dir auch erklären, warum. Durch diesen ungehemmten Kampf sind sich dein Team und mein Team sehr viel näher gekommen. Deswegen bin ich nicht nur traurig. Und jetzt komm mit mir. Ich frage mich, was die Symbole auf den Medaillen da überhaupt bedeuten. Bitte, meine Liebe, nach dir. Oh, meine Liebe, diese war nett. Jetzt schiebt die mich auch noch hoch. So, da wären wir. Dies ist die Ruhmeshalle. Hier werden die Namen beispielloser Trainer und Pokémon verewigt. Trainer, in deren Herzen es nichts weiter gibt als Gutmütigkeit und die immer nur an das Wohl ihres Teams denken. Und Pokémon, die ihren Trainern unendliches Vertrauen entgegenbringen und alles für sie geben. Herausragende Pokémon mit unerschöpflichem Potenzial.
So, meine Liebe. Nein, ich meine natürlich Elea. Ehrenwerter Trainer, du und dein Team, ihr seid durch unzählige Kämpfe zusammengewachsen. Dabei entstand ein wunderbares Band der Freundschaft zwischen euch, das bis in alle Ewigkeit als Schatz gehütet werden soll. Diese Maschine nimmt einen permanenten Eintrag eurer Errungenschaften vor. Ja! Da habt ihr es geschafft. Panzeron, Felix, Groink bzw. Madin, Flamara, aka Amona, Atmurai als Karo, oder Karo als Atmurai, je nachdem, wie man es nimmt, Matrifol bzw. Lara und Pixie oder Christina. Mit diesem Team haben wir somit die Pokémon-Liga geschafft. In 14 Stunden. Okay, ist ein bisschen Zeit. Ist ein bisschen Zeit weggegangen. Hürdenmodus haben wir jetzt freigeschaltet, okay. Der interessiert mich jetzt gerade aber nicht so sehr. Den müssen wir, glaube ich, hier nicht noch bearbeiten. Ich will nicht noch ein LP dazu machen. Nee, ich habe Bock auf Hürdenmodus, danke. Nein, ich möchte auch nicht den Easy Mode, danke. Also Hürdenmodus dazu, dass man dann nochmal spielen kann, allerdings sind die Gegner halt alle ein bisschen schwieriger. Ein bisschen stärker so. Irgendwie sowas. Ja, damit hätten wir nun die Pokémon-Liga in Pokémon Schwarz abgeschlossen. Aber ihr wisst natürlich, das war es natürlich noch nicht mit dem LP. Es gibt noch ganz viele Dinge, die wir da machen können. Eine ganze Menge. Es gibt, ja, wir müssen halt eben noch ganz neue Orte erkunden, beziehungsweise alte Orte, die wir vorher noch nicht betreten konnten. Es gibt auf den Routen noch einiges zu holen, denke ich mal, was wir noch machen müssen. Und, ja... Also wir haben eigentlich noch einiges zu tun. Es gibt noch ein paar Dinge, wo ich euch nochmal fragen wollen würde, wenn die Zeit gekommen ist, was wir davon machen. Oder frage ich einfach jetzt, ich weiß es nicht. Naja, ich glaube jetzt ist es ein bisschen blöde. Aber es gibt also so verschiedene Sachen, die halt eben die, hier, wie ist es? Hier das Musical gibt es ja, glaube ich, noch. Es gibt das Schwarze Hochhaus, was wir irgendwann auch nochmal sehen werden. Zumindest eben eins werde ich wahrscheinlich im LP machen. Ob ich mehr davon machen soll, müsst ihr dann entscheiden. Musical genauso. Ich weiß nicht, was gibt es sonst noch alles in dem LP, was man machen kann. Das PWT, das World Tournament. Wo ich hingegen ungern machen würde. Also ich mache es ungern. Sag ich echt so. Aber das könnt auch ihr entscheiden, ob ich das noch machen soll. Je nachdem, wie viel ich halt mache, desto mehr länger brauche ich halt eben für das Projekt hier. Und desto länger lassen ein Projekt auf mich warten. Um es mal so blöd zu sagen. Aber auf jeden Fall haben wir erstmal die Pokémon-Liga erstmal besiegt. Wir werden jetzt weiter erkunden, weiter trainieren. Wie gehabt. Um dann uns auf die Rückkämpfe vorzubereiten. Denn man weiß ja, es gibt natürlich noch ein paar mehr Kämpfe mehr. Die man hier machen kann. Also wir können natürlich mal die Liga nochmal machen. Da haben die verstärkte Pokémon und mehr Pokémon vor allem. Auch die einfachen Trainer haben dann 6 Pokémon. Auf einem höheren Level. Und ich denke mal, das will man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Es gibt andere Kämpfe, die wir auch noch machen können. Zu denen werden wir noch kommen. Aber das werde ich alles noch zeigen. Es gibt legendäre Pokémon zu fangen, einige. Also, langweilig wird es noch nicht. Das garantiere ich euch. Aber gut, das schauen wir dann mal, wenn wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Da muss ich mir selber erstmal überlegen, wo wir zuerst hingehen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Denke ich mal, ja... Aber ich denke mal, wir werden zuerst in Richtung Schwarze Stadt gehen. Oder gehen wir zuerst in Richtung Avenicia, sprich die ursprüngliche Anfangsstadt.
Oder wir können natürlich auch zuerst nach, hier, wie ist die Stadt oben links? Ich weiß es nicht mehr. Die Stadt, wo früher der 7. Arena war. Der Eisarena-Leiter, Sandro. Stadtname fällt mir gar nicht ein. Also wir haben auf jeden Fall genug Routen noch zu erkunden. Vor allem jetzt, weil wir auch Kaskade haben, können wir noch mal in alte Gebiete gehen. Mal rumschauen. Ich glaube, in der Liga gab es ja noch ein, zwei Stellen, wo ich nochmal mit Blitz und Zerschneider rein musste. Die Bilder im Hintergrund, ne? Also langweilig wird uns nicht. Wir werden noch einiges tun haben. Also denk nicht, dass wir unter 100 Parts rauskommen. Je nachdem, wie viel ihr wollt. Ganz einfach. Ja, ich würde sagen, ich höre mal auf zu labern. Ihr könnt weiterhin das Outro genießen. Ich glaube, die Hälfte der Bilder seht ihr gar nicht. Ich wollte eben auf einen anderen Bildschirm kommen. Fällt mir jetzt auf. Und ja, ich würde meinen, das war's mit diesem Part von mir. Ich lasse die Bilder jetzt noch durchlaufen. Wenn ihr die Musik genießen wollt, viel Spaß dabei. Und man sieht sich dann beim nächsten Part wieder von Pokémon Schwarze Edition 2.